Als am 12. September die Energieschirme aller Planeten im Twin-System erlöschen, nimmt Gucki plötzlich telepathische Impulse wahr, die vom vierten Planeten Quarta stammen. Die Crest nimmt Kurs auf den vierten Planeten. Um das Ultraschlachtschiff nicht zu gefährden, wird eines der 60-Meter-Beiboote unter dem Kommando von Captain Sven Henderson ausgeschleust. Neben Perry Rhodan und Atlan befinden sich noch Icho Tolot, Melba Carsom und Gucki an Bord. Während sich das kleine Kugelschiff dem Planeten nähert, wird es plötzlich von einem Zugstrahl erfasst und in Richtung Oberfläche gezogen. Eine riesige, kontinentgroße Stadt kommt in Sicht. Sie wird von den Terranern Big Town genannt. Henderson verliert die Kontrolle über das Schiff. Eine Bruchlandung scheint unvermeidlich. Am Rande der Stadt geht die Korvette schließlich hart zu Boden. Und Quarta hüllt sich erneut in einen Energieschirm. Die Terraner sitzen in der Falle. Kaum haben die Besatzungsmitglieder das Bewusstsein wiedererlangt, bekommen sie Besuch. Ein gepanzertes Geländefahrzeug nähert sich von der Stadt. Drei große, rot bepelzte Lebewesen steigen aus. Sie nennen sich die Roten Dreier. Die obersten Herren dieser Stadt. Gucki kann ihre Gedanken empfangen und betätigt sich als Dolmetscher. Von den Roten Dreiern erfahren die schiffbrüchigen Terraner mehr über die Stadt und ihre Bewohner. 50 Millionen Ausgestoßene und Verbrecher aus zahlreichen Völkern des Andromeda-Nebels leben in der Stadt der Verfemten. Ein gigantisches Gefängnis, gefüllt mit Tausenden verschiedener Lebensformen. Eine skurriler und gefährlicher als die andere. Die Meister der Insel, die geheimnisvollen Herren von Andromeda, haben dieses Ghetto weit ab von ihrer Sterneninsel angelegt. Die Stadt hat ihre eigenen Gesetze. Und das Überleben ist nur dann möglich, wenn sich die Neuankömmlinge an diese Gesetze anpassen. Die Roten Dreier wollen wissen, warum man die Terraner hierher verbannt hat. Für sie steht es außer Zweifel, dass es sich bei ihnen ebenfalls um Verbrecher handeln muss, die von Andromeda verbannt wurden. Da Rhodan ihre wahre Herkunft nicht preisgeben will, geben sie sich als Diebe aus. Um das zu beweisen, wird den Terranern eine fast unlösbare Aufgabe gestellt. Zwei von ihnen müssen innerhalb von 3 Tagen ein pyramidenförmiges Gebäude finden, in dem sich ein dreieckig geformter Stein befindet, der anscheinend besondere Bedeutung hat. Genau diesen Stein sollen die Terraner den Roten Dreiern beschaffen.
Rodan und Karsom werden von den drei Pelzigen mit in die Stadt genommen. Auf einen abenteuerlichen Weg, bei dem sie vielen skurrilen und gefährlichen Lebewesen begegnen. In der Stadt tobt ein unentwegter Kampf auf Leben und Tod, bei dem Jäger und Gejagte durch Los bestimmt werden. Bei einer ihrer ersten Begegnungen mit Fremdlebewesen können sie eine Waffe erbeuten. Nach mehreren Abenteuern gelangen die Terraner schließlich in einen großen Innenhof. In der Mitte des Hofs ein Brunnen mit einer Echsenstatue. Misstrauisch betrachtet Karsom die Echsenstatue. Sie passt so gar nicht in das Bild dieser Großstadt. Sie nennen ihn Bronk. Von Melba Karsom besiegt, schließt sich die Echse einem Ehrenkodex folgend den Gefährten an. Sie kennt die Pyramide und ist bereit, die Terraner dorthin zu begleiten. Es ist allerdings ein weiter Weg dorthin. Daher ist eine Transportgelegenheit unbedingt erforderlich. Führt die Terraner in eine Gegend der gehobenen Gesellschaft. Hier hofft man, ein passendes Transportmittel organisieren zu können. We'll be right back.
Schließlich erreicht man eine Plattform, wo mehrere Fluggleiter geparkt sind. Die Auswahl ist nicht besonders groß, aber Bronk wird fündig. Gelingt es nach mehreren Versuchen, die Elektronik zu entsperren. Diese Aktion bleibt aber nicht unbemerkt. Die Startversuche erregen Aufmerksamkeit bei den Besetzern. Gelingt es, die Triebwerke zu starten. Letztendlich erreichen die Terraner einen riesigen Platz mit einer gewaltigen Pyramide. Die Verfolger drehen ab. Später erfährt man, dass die Annäherung an die Pyramide gegen ein Tabu verstößt.
Gronkh will nicht weiter mitkommen. Das Echsenwesen hat Angst vor den Bewohnern der Pyramide. Es hat seine Schuldigkeit getan. Perry Rhodan versucht immer wieder mit Gookie Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Der Mausbiber meldet sich nicht. Kazom und Rhodan schaffen es schließlich, in die Pyramide einzudringen. Dabei geraten sie in die Gewalt der Stationswächter. Plötzlich taucht Gookie auf. Er hat Perry Rhodan angepeilt und kommt gerade noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern. Gookie teleportiert mit Rhodan ins Innerste der Kraftstation, um den Hauptreaktor lahmzulegen.
Mit seinen telekinetischen Fähigkeiten beschädigt der Mausbiber die Energieprojektoren. Diese Aktion bleibt aber nicht unbemerkt. Als Folge davon bricht der Schutzschirm des Planeten zusammen. Und Oberst Kurt Rudo setzt mit dem Schiff zur Landung an. Donnernden Triebwerken erscheint das Superschlachtschiff über der Stadt. Don Redhorse macht sich mit seinem Beiboot startklar, um die Gestrandeten der C5 abzuholen. Nach abenteuerlichen Erlebnissen können Rodan und Carsom schließlich auf das Dach der Pyramide entkommen.
Inzwischen hat Don Red Horse mit seiner Corvette die Absturzstelle erreicht. Er nimmt die Schiffbrüchigen an Bord und macht sich auf den Rückflug. Die Crest nimmt Kurs auf Quinta. Icho Tollot ist der Ansicht, dass sich die Justierungsstation für den Sonnentransmitter auf dem fünften Planeten befinden müsste. Quinta hüllt sich allerdings, wie alle anderen Planeten, in einen undurchdringlichen grünen Energieschirm.